Ja, werden wir gefragt, warum wir eigentlich in der Lage sind, eure Bescheide kostenlos zu überprüfen. Das hat folgenden Hintergrund. Etwa die Hälfte aller erlassenen Bescheide sind tatsächlich fehlerhaft. Wenn der Staat aber einen Fehler macht, zum Beispiel einen fehlerhaften Bescheid in die Welt setzt, muss er auch alle Kosten tragen, die notwendig sind, um diesen Fehler zu beseitigen. Dazu gehören eben auch die Kosten für die Beauftragung eines Rechtsanwalts. In diesem Zusammenhang haben wir noch eine eindringliche Bitte an euch. Häufig kommt es im Widerspruchsverfahren vor, dass das Jobcenter Unterlagen nachfordert oder bestimmte Auskünfte haben will. In solchen Fällen ist das sehr wichtig, dass ihr aktiv werdet. Leider gehen viel zu oft Widerspruchsverfahren verloren, nur weil Unterlagen nicht rechtzeitig beigebracht werden. Das ist vermeidbar. Sollte ein Widerspruch mal nicht gewonnen werden, bleibt das Ganze für euch natürlich trotzdem kostenlos. Dann werden die Kosten von der sogenannten Beratungshilfe aufgefangen. Die dient dem Zweck, dass Menschen, die sich sonst keinen Rechtsanwalt leisten können, rechtlichen Schutz in Anspruch nehmen können. Das war der HSW-Widerspruch-Rechtstipp. Ich bin Rechtsanwalt Vladimir Roszewski. Wir sind jetzt auch bei YouTube. Wir werden hier wöchentlich Tipps und Tricks zum Thema Jobcenter und Hartz IV veröffentlichen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen zu unseren Videos habt, unbedingt in die Kommentare. Ansonsten, Däumchen werden Träumchen, abonniert unseren Channel und den Link zu unserer Website seht ihr da.